Alisa Augustin kommt seit kurzem ins Neuroneum. Die 25-Jährige hatte vergangenes Jahr einen Schlaganfall und kämpft sich nun zurück ins Leben. Dabei helfen ihr computergesteuerte Geräte. Durch das Neuroneum habe ich die Chance, mein Leben wieder zu bekommen und auch wieder in Zukunft arbeiten zu gehen. Ja, also ohne das Neuroneum würde ich es nicht schaffen, weil ich war schon in einer normalen Reha gewesen für 2 Monate und da habe ich nicht die Fortschritte gemacht, die ich in kürzester Zeit schon machen durfte. Das Neuroneum platzt aus allen Nähten. Die Betreiberin will einen Neubau errichten, hat dafür bereits ein Grundstück gefunden. Doch die Neubaupläne in Bad Homburg stehen vor dem Aus. Schuld daran sei der Kreis, sagt die Betreiberin. Im Moment scheitert es daran, dass der Landrat uns kein Wegerecht für den Zugang zu dem Grundstück einräumt. Er verlangt hierfür unberechtigte und viel zu hohe Forderungen. Das Neuroneum soll an die Klinik 100.000 Euro zahlen. Plus einen monatlichen Obolus dafür, dass Patienten des Neuroneums die einzige Zufahrt über das Gelände der Hochtaunusklinik nutzen dürfen. Landrat Ulrich Krebs von der CDU ist Chef des Aufsichtsrates der kreiseigenen Hochtaunuskliniken. Der Aufsichtsrat hat diese Forderungen im Sommer 2023 beschlossen. Wie sich die Kosten für die Straßennutzung von 70 Metern zusammensetzen, ist unklar. Dafür muss der Landrat die Kosten, die dann entstehen für Straßenreinigung, Winterdienst und Beleuchtung offenlegen. Das hat er bis heute nicht getan. Er verlangt im Monat für eine Strecke von rund 50 bis 70 Metern 2.400 Euro von uns. Das ist um ein Vielfaches überhöht. Ein Interview mit dem HR lehnte Landrat Krebs ab. Schriftlich heißt es: Wie bereits mitgeteilt, können wir uns zu den Einzelheiten der Gespräche über die Nutzung und Erschließung des Klinikgeländes der Hochtaunuskliniken nicht äußern, da es sich hierbei um einen laufenden Rechtsstreit handelt. Vor Gericht gibt es allerdings in der Sache kein Verfahren. Müller-Eising hat vorgeschlagen, einen Gutachter einzuschalten, welche Kosten angemessen seien. Darauf ging Krebs nicht ein. Stattdessen legte er bei einem Treffen in kleiner Runde im Landratsamt ein Kompensationsgeschäft nahe. Für Zahlungen des Neuroneums an die Klinik könnte er sich im Gegenzug für Spenden einsetzen. Dabei betonte er seine Verbindungen zur Kreissparkasse, in deren Aufsichtsrat er ist. Müller-Eising lehnte ab. Aus gutem Grund. Man würde sich grundsätzlich natürlich schon wünschen, dass ein Politiker, der zwangsläufig in unterschiedlichen Funktionen mit unterschiedlichen Rollen auch aktiv wird, sich bemüht, diese Positionen, die er da einnimmt, voneinander getrennt zu halten. Wenn er sie in diesem Maße vermischt, hat das selbstverständlich ein Geschmäckle. Alisa Augustins Botschaft an Landrat Krebs ist einfach und klar. Sie wünscht sich, dass er den Neubau genehmigt und auch anderen Menschen wie mir die Chance gibt, ihr Leben wieder zurückzubekommen.